Herzlich willkommen zum ersten Spiel von District Anteigen in der Wäschküche. In einem ersten Game lernen sich die drei Teams durch Singen, Pantomime und Zeichnen kennen. Sicher deeper, als wenn man sich einfach zufälligerweise in der Wäschküche über den Weg läuft. Let's go! Wir vernetzen uns zwar weltweit, aber vergessen dabei, was bei uns vor der eigenen Tür passiert. Bei District lernen sich drei Zweierteams aus einem Berner Quartier in drei Games kennen und sammeln so Punkte für ihr Quartier. Ein Würfel führt sie zusammen, hilft ihnen beim Kennenlernen und führt sie durch das Spiel. Und zu gewinnen gibt es 2000 Franken. Au! Wie geht's euch? Ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen nervös, aber ja, gut. Hallo. Hallo. Du bist Anina. Ja, genau. Ich bin Anina Linki und ich bin im Team Lengas. Und ich habe mich angemeldet, weil ich endlich mal ein paar Bernerinnen kennenlernen will, weil ich bin erst gerade auf Bern gezogen. Und du, Margrit. Genau. Ich bin Margrit Moser. Ich trete an für das Team Lengas. Ich mache mit bei diesem Projekt, weil ich eine gewundrige Frau bin. Hallo Irene, wie geht's dir? Ja, mega, merci. Ich bin Irene. Ich bin auch für den District Lorraine. Ich bin draufgekommen, weil meine Kollegin hat gefunden, mir ist langweilig und sie hat es auf Facebook gesehen. Hey Sammy, und alles klar? Mama, tipptopp. Ciao zusammen, ich bin der Sammy. Ich vertrete den District Lorraine und ein Kollege hat es mir empfohlen, dass ich doch hier mitmachen soll. Ja. Nehmt doch mal die Augenbinde ab. Hallo, freut mich. So. Hallo. Ich bin Mick und ich bin im Team Engelhalbinsel. Ich mache hier mit, weil ich nicht übers Herz gebracht habe, Nein zu sagen. Herzlich willkommen, Martina. Ich bin Martina. Ich spiele für das Team Engelhalbinsel. Ich habe mich angemeldet, weil ich finde, dass er total coole Idee, mal Leute kennenzulernen, die ich vielleicht sonst nie mit ihnen geredet hätte. Was geht euch durch den Kopf? Ich weiss nicht recht, was auf mich zukommt. Hoi. Hoi. Oh, fast vergessen. Und du bist dann voll von Bern? Ja. Ursprünglich? Ja, ich bin in Bern aufgewachsen. Zwischen, ich habe jetzt 34 Mal gezügelt. 34 Mal gezügelt? Ist das eine richtige Zahl oder sagst du das einfach so? Nein, ich kann das beweisen, wenn es unbedingt sein muss. Ich glaube, für mich ist es recht wichtig, wenn man mich, also meine Pronomen einfach weglässt. Du siehst sympathisch aus. Bei Anteigen in der Wäschküche spielen Teams 5 Runden. In jeder Runde muss am Gegenüber ein Begriff auf eine andere Art vermittelt werden. Wird der Begriff in 30 Sekunden erraten, gibt es einen Punkt auf das Teamkonto. 2 Joker können für das ganze Spiel eingesetzt werden. Mit der Beantwortung einer Joker-Frage gibt es so nochmal 15 Sekunden mehr Zeit zum Raten. Und übrigens, jedes Team hat die gleichen Begriffe, die mit den grossen Themen des Lebens zu tun haben. Runde 1 aus Deutschen. In dieser Runde muss der Begriff erklärt werden, ohne den Begriff zu sagen. Eigentlich easy, oder? Genau. Also, ich bin noch ganz klein und Es geht um einen Teil, der ganz am Anfang des Lebens steht. Geburt. Es ist etwas weiter gefasst. Man spielt dort sehr viel, man kann sich ausleben. Schule. Nein, man muss noch nicht so viel denken. Wandern mit der Familie. Meine Entspannen. Jugend. Ja, noch ein bisschen kleiner. Wie man aufwächst, wo man aufwächst, mit wem man Zeit verbringt. Kindheit. Ja. Yes. Richtig. Kindheit. No. Yeah, richtig. Tradition. Du, Irene, sag mal, für was hast du als Kind so richtig Ärger bekommen? Wir hatten Nachbarn, die unter unserem Haus, also unter uns im Haus gewohnt. Und wir waren dort, glaube einfach zu laut. Wir hatten so einen Balkon, wo wir können, oben runter gumpen in den Schnee. Du bist morgen aufgewacht, oh, es schneit,
Papi ist am Schneeschaufeln. Und dann immer wieder durch das Steigenhaus wieder rauf. Und dann haben wir natürlich immer Schnee mit reingetragen. Dann hat sie reklamiert und so. Ja. Runde 2, Pantomime. Die Runde ist, glaube ich, selbsterklärend. Oh, schade, habe ich kein Gesicht. Du bist glücklich? Yeah! Freude, Vorfreude, Aufregung, gewinnen, stolz sein. Freudig. Extrovertiert. Aufmerksam. Glücklich. Yeah! Lebensglück. Glück. Ah, oh, ui. Lebensglück. Bist du glücklich, Margarete? Ja, der Begriff Glück finde ich sowieso, müssen wir zuerst eine Stunde darüber philosophieren, was jede Person darunter versteht. Für mich gibt es Glücksmomente. Ein glücklicher Moment ist für mich zum Beispiel Schwimmen in der Aare. Bist du das Jahr schon gesehen? Das Jahr? Oh nein, ist mir viel zu kalt. Runde 3, Kribbeln. Der Begriff muss kribbelnd, also zeichnend, erklärt werden. Wörter dürfen Teams natürlich nicht schreiben. Oh ja, zeichnen! Ja. Ich bin ja mal gespannt auf eure Zeichnungskünste. Ein Ohr, hören, eine Karre, Töff. Ratlos, Mund. Gespenst, Gesicht, Mu, Fratzen. Zähne. Dreck im Auge. Schildkröte, Familie. Wenn wir den Joker nehmen. Ich kann mich da ein bisschen bezeichnen. Ruhe. Erzähl mir deine peinlichste Nachbarschaftsstory. Ich bin einst in die falsche Wohnung hineingelaufen. Hast du Hallo gesagt, wo du reingelaufen bist? Ja, sie sind gerade im Gang gestanden. Also, ein Blitz. Kritz, hässig. Sauer. Keine Ahnung. Sammy, welches Gefühl versuchst du zu vermeiden? Keine Ahnung, so ein bisschen der Klassiker würde ich sagen, auch Unlustvermeidung. Ich komme nicht daraus. Hast du ein Beispiel? Halt auch irgendwie, sagen wir, hat man einen Auftrag oder irgendetwas, das einem anschießt, zum Beispiel halt die Küche aufräumen oder so, die Klassiker, macht man halt nachher einfach, liegt man aufs Sofa und schaut etwas, weil dann hat man die Unlust vermeiden. Die Küche sieht immer noch gleich aus. Genau. Runde 4, singen. Dann wollen wir mal schauen, wie gut die Teams singen können. Sie müssen den Begriff nämlich singend vermitteln, ohne ihn zu sagen. Welcher Begriff ist es? Das ist so ein wunderbares Gefühl. Liebe! Deine Gefühle sind doch nur ein stummer Schrei nach Liebe. Tipptopp, richtig. Es ist ein Gefühl, das in der Musik ganz viel besungen wird. Liebe. Ganz klar Liebe. Aber jetzt hast du selber ein Lied gemacht, oder? Ja, jetzt habe ich das müssen erfinden. Ja, wunderbar. Danke. Wie fühlt es sich eigentlich an, geliebt zu werden? Ich finde das noch ein schwieriger Begriff. Also, oder vielleicht irgendwie, also er ist so belastet, weißt du, also so, und irgendwie auch so eingeschränkt. Und das finde ich eigentlich noch so schade, weil ich habe das Gefühl, Liebe ist etwas, das mehr wird, je mehr, dass man es teilt. Für mich ist Liebe nicht nur an eine Person gebunden. So. Also, ich habe mehrere Menschen, die ich mega fest liebe und die mich auch mega fest lieben. Runde 5, Geräusch, oder besser gesagt, ein Geräusch.
Es darf nämlich nur genau ein Geräusch gemacht werden, das den Begriff treffend muss beschreiben. Wird ein Joker gebraucht, darf ein zweites Geräusch gemacht werden. Ja, okay, ich probiere es. Kommt echt das gut? Boah, das ist noch schwierig. Ein Geräusch. Keine Ahnung. Erschöpfung. Schmerzen. Pusten. Anschiss. Ja. Überlegen? Nein. Übelkeit. Abscheu. Kotzen. Tod. Nein. Doch, tot! Yes! Wieso mit Tod aus dem Geräusch? Weiss nicht. Dramatisch schreien. Ich brauche den Joker. Ist dir etwas peinlich daheim, Martina? Dass ich finde, ich muss wirklich extrem laut Musik hören. Und nachher kommt in mit der Nacht eine verschlafene Nachbarin mir sagen, dass ich zu laut Musik höre. Joe, also dann hörst du in der Nacht mega laut, weiss auch nicht was, irgendwie. Was hörst du denn für Musik? Es kann ganz unterschiedliche Musik sein. Warte. Schnell, Mick! Wut! So ein Todesröchchen. Ja, genau, ich hab gedacht. Aus welches Tier würdest du wiedergeboren werden, Margrit? Ich möchte nämlich als Ozelot wiedergeboren werden. Es sieht schön aus, es ist nicht riesig, es ist aber mega schnell und total gescheit. Ich sehe mich eher so als so ein galoppierendes Ross, das einfach nie aufhört zu säckeln. Als galoppierendes Ross würde ich mich jetzt auch sehen, Anina. Puh, das erste Game ist geschafft. Das Team Lengas führt ganz knapp, da ist noch alles offen. Ein bisschen näher sind sich, glaube ich, die Duos schon gekommen, oder? Was meinst du? Im zweiten Spiel, die Wohnung kaufeln, kann jeweils ein Team-Member die Wohnung vom Team-Buddy kaufeln. Welche Wohnung gehört echt zu wem? Fing's raus, in der zweiten Folge. Teams sind jedenfalls ready, oder? Ja, immer gerne fremde Wohnung. Ich hoffe, du hast aufgeräumt. Ja. Gut.